Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute am Ostersonntag. Nennt man den Tag so? Ich hoffe schon. Scheiße! Ich habe gerade an Sonntag gedacht, ist mir eingefallen, dass ich heute eigentlich noch einkaufen wollte. Also ich wollte mir ein bisschen Energy Drink holen, ne? Also jetzt nichts Dramatisches. Aber ich wollte es halt noch. Und wie ihr seht, derzeit laufen ein paar Haustiere durch unsere Vault, die während der Pause angegriffen haben. Und deswegen brauchen wir eine Feuerwehr, die diese Jungs aufhält. Aber wir haben 157 Leute und alle 157 haben derzeit zu tun. Vor allem, dass hier immer weniger werden. Also hier werden das immer weniger. Weil alle, die hier sind, können noch zu Ödländer werden. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen alles proppevoll. Wir haben 40 Ödländer. Meine Frau und ich sind 42. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 8, 8 mal 6. Ich kann keine Mathe mehr. Ich bin zu schlecht für Mathe geworden, glaube ich. Oh Gott. 36, 44? War das 44? Nee, ne? Nee, das war nicht. Gott, bin ich blöd. Was ist das? 6 mal 8. 6 mal 8, Zero. 6 mal 8. Wie komme ich auf 44? 5 mal 36. Ach, 6 mal 6 sind 36, nicht 7 mal 6. Gott, Leute, ich bin zu lange aus der Schule draußen. Das geht gar nicht. Alter, ich dachte, wir haben keine Stromprobleme mehr. Das muss ich mal kurz checken. Das muss ich kurz checken. Statistik. Energieerzeugung 146. Energieverbrauch 89. Ich glaube, ach, das waren die Ratten. Das waren die Ratten, die das gemacht haben. Jetzt kommt 48. Ja. Gut, ich weiß, Leute. Ich muss wieder ein bisschen mehr in Mathe reinkommen. Aber egal. Jedenfalls 48 plus 42 sind 90. Das heißt, wir haben jetzt noch hier welche drin. Und da kommen insgesamt 36 rein. Das heißt, wir haben 126. Wo sind die ganzen Leute, sag mal? Und dann haben wir hier, ach, natürlich die ganzen Leute hier noch, ne? Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, Scheiße. 54. Aber wir kommen mit den 200 Leuten hin. Wir kommen mit den 200 Leuten hin, definitiv. Plus Feuerwehr. Wir schaffen 200 Leute plus Feuerwehr. Das heißt, theoretisch kann ich eigentlich ein Radiostudio öffnen und ein paar Leute reinschicken, ne? Machen wir. Machen wir. Komm. YOLO, Radiostudio, Leute. So, das heißt, wir nehmen erstmals wieder neue Leute auf, nur um die Struktur der Vault aufzubauen. So, das ist verdammt teuer, ne? So, dafür brauchen wir Charisma, Leute. Charisma, 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 Charisma. Krankenstation? Ja, theoretisch reicht schon einer, oder? Einer reicht vollkommen, Leute. Pff. Wir lassen Snoop Dogg da ein bisschen arbeiten und der macht das schon. Brammel, ich ignoriere jedes Mal deinen Satz, weil ich es dir schon zweimal beantwortet habe, dass ich das gerne machen kann, wenn er denn zurückkommt. Und wenn du es nicht hörst, dann tut es mir leid, aber ich habe es zweimal gesagt und irgendwann habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Ganz einfach. Also es ist nicht so, als würde ich euch absichtlich ignorieren. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr drauf, euch die Antwort zweimal hintereinander zu geben. Ihr müsst halt besser aufpassen oder, keine Ahnung, die Pornos im Hintergrund ausmachen. Irgendwas muss doch möglich sein. Ich weiß, der Roboter, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe ihn auch schon zweimal geantwortet. So. Ich würde sagen, ganz entspannt, heute mal eine Lunchbox öffnen. Ah, das wäre schön. Ich will heute in der Lunchbox
Was will ich denn haben? Was will ich denn haben? Ich hätte gerne eine Powerrüstung. Eine Powerrüstung. Das ist das, was ich haben möchte. Niklas, ich mache mir keine Feinde. Nein. So, das kenne ich gar nicht. Feinde! Habe ich keinen einzigen. Na gut, spontan fallen mir ein paar ein, aber... Naja. So. Kronkorken. Energy. Eine Schaufel. Gut, wir brauchen Schaufeln. Das ist verständlich. Wir brauchen Schaufeln. Ist was Gutes. Wollte die Achim nicht haben? Ich glaube, Achim trägt gerne die Söldnerausrüstung, ne? Jedenfalls, ja, Bullshit. Ja, nein. Wir gucken einmal kurz, ob wir uns schon die nächsten Klamotten leisten können. Wir haben jetzt ein paar Schaufeln gefunden, ne? Da muss auch was drinne sein. Komm. Jawohl. Damn. Robuste Metallrüstung. Moment. Zeit 8 Stunden 36 Minuten. Sechs Stunden, elf Minuten. Ich meine, das bringt uns eigentlich alles einen Scheiß, weil wir uns wahrscheinlich sowieso erst am Montag wiedersehen. Aber es sind sechs Stunden. Ich meine, ich könnte die offline weitermachen, wenn ich jemals daran denken würde, sowas offline zu machen. Big Bronx, das halte ich für eine Legende. Ich will jetzt nicht auf YouTube sagen, was Big Bronx geschrieben hat, aber ich halte das für eine Legende. Obwohl, ich habe das ja auch gesagt, ne? Auf jeden Fall, Big Bronx hat gesagt, in Kanada wurde laut einer Urban Legend mal eine Studie abgesagt, weil sie keine Männer gefunden haben, die Pornos schauen. Ja, keine Männer, die Pornos schauen, unglaublich. Momo, du bist doch in der Vault. Weil ich weiß, bist du in der Vault. Leute. Ja, der Roboter, aber dann musst du aber mir nochmal den Nickname sagen, sonst werde ich dich hier wahrscheinlich nie wiederfinden. Weil du irgendwie so wahrscheinlich so einen ausgefallenen Namen hattest. Jedenfalls, wir vergeben heute wieder ein Haustier. Wer möchte ein Haustier? Momo, du bist da drinne. Das war XX, Momo XX. Ach, Aiden. Das Tier ist doch ein Porno. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass so viele Leute so ein Spiel anklicken, wenn das keine pornografischen Inhalte hat. Ich meine, wir können ein Männlein, ein Weiblein zum Vögeln schicken. Das ist Porno pur. Übrigens haben wir 63% Glücklichkeit und das macht mich glücklich. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? 100%, ne? Ihr wart die 100%, Leute. Wart ihr alle glücklich? Nein, ihr wart nicht alle glücklich. Gut, machen wir hier nochmal einen Tempomodus. Da ist mir eingefallen, dass wir das ja machen wollten. Ich glaube, der Tempomodus ist fehlgeschlagen. Ja. So. Momo, ich zeig dich gleich, keine Sorge. Rammel, du hast einfach Glück gehabt. Jahre später. Jetzt können wir wieder 2 Minuten warten, bis das Spiel startet. Ich werde so lange schlafen gehen. Bis gleich.
Das ist das Gute bei solchen Kopfhörern, man kann sie auch als Augenschutz. Weckt mich auf, wenn's soweit ist, ja? Ich mach so lange eine Pause. Oh, oh, ich höre Sound. Ich höre Sound, ich hab's selbst gehört. So, wir können jetzt weitermachen. So, Tempo-Modus. Darf ich? Hey, die haben 2% Aufstieg bekommen. Moment, haben sie den Tempo-Modus geschafft? Und dann sind sie nur 2% aufwärts gegangen? Nee, es geht aufwärts, okay. Ich wollte schon sagen. So. Jules V. Juven. Genau, das war Juven. Der Franzose. So. Was jetzt der untere Bereich oder der obere Bereich? Juven. Da bist du ja, Juve. Dann kriegst du auf jeden Fall eine 1 vor deinem Namen. Und darfst natürlich als Ödländer agieren. Den Raum kriegen wir sowieso noch voll. Wir haben sowieso genug Nahrung und so weiter und so fort. Also so viele brauchen wir, glaube ich, gar nicht. So. Sehr schön, das läuft. Hier arbeiten die auch fleißig, 6 Stunden lang. Haben wir den Auftrag gegeben? Gestern, heute? Ich glaube schon, ne? So. Haustier. Haustier. Beckels ruft den Aufseher, ich sehe dich. Ich sehe alles. Kevin, Aiden, du bist unterwegs. Du kriegst heute noch kein Haustier. Der Roboter meldet sich. Der Bauke meldet sich. Gut, Rabauke, du kriegst ein Haustier. So. Entschieden. Welchen Nick hattest du nochmal? Ich kann mir eure ganzen Namen alle gar nicht merken, also wundert euch nicht. Bei 157 Leuten, du, da hat man keinen Überblick. Hin und wieder. Naja. Also dann kümmern wir uns mal um den Rest hier. Das muss ja alles noch irgendwie gemanagt werden. Das ist alles noch brutaler Chaos. Könnte eigentlich noch versuchen, hier nochmal einen Tempomodus hinzureißen, ne? Dann hätten wir da 96%. Na kommt schon. Gebt nicht auf. Bam! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Prozente steigen Tag für Tag. Ja, mysteriöser Fremder, ich weiß. Guck mich an, ich bin irgendwo in der Wald, aber du findest mich nicht. Kein Schwein braucht den, ganz ehrlich. Es sei denn, wir haben den Auftrag dafür, dann brauchen wir ihn. So, wie viel Prozent haben wir jetzt hier? 20. Riskieren wir es. Sehr schön. Das steigt schon mal. Gehen wir weiter hier rauf. Hier können wir überall noch die Glücklichkeit der Menschen erhöhen. Ich möchte aber jedes Mal gerne 4 Leute in einem Raum haben. Das macht es alles ein bisschen einfacher. Killer 2.0 war das, stimmt. Der Killer 2.0 kriegt dein Haustier. Und du darfst dir sogar aussuchen, welches du haben möchtest, wenn ich dich erstmal hier runterschicke. So, das sind die Haustiere. Für dich wäre möglich 7% Ödlandwaffen, also Okiket. Oliver ist möglich. Und Pumpkin. Pumpkin kannst du auch haben. Wobei, du kannst auch gerne Bella haben und Hundi. Also Hundi ist mein alter Hund. Bob möchte ich gerne in der Ward belassen. Können wir gut gebrauchen. Der Roboter alle 2 Tage ist der nächste Stream. Alle 2 Tage kommt Fallout Shelter. Das heißt, am Montag. Am Montag machen wir dann Fallout Shelter. Und dann kommt am Mittwoch wieder. Dann kommt am Freitag.
mache ich am Mittwoch 3 Folgen. Dass wir auf Samstag kommen. Dann sind wir wieder von vorne. Ich muss nur irgendwie einen anderen Zeitpunkt für Bloodborne finden, weil ich krieg Bloodborne nicht dazu geschmissen. Das ist das Problem. So, aber erstmal Momo, du wolltest ja sehen, wo du bist. Kann ich gerne zeigen. Momo, da bist du doch. Du läufst sogar gerade zurück und hast ein paar Sachen gesammelt. Nicht wirklich viele, aber ein paar. So. Einmal am Tag vergebe ich ein Haustier. Das heißt, Momo, für heute ist Schluss mit Haustier. Jetzt muss ich nur noch der Rabauke melden, was für ein Haustier er haben möchte. Und dann kriegt er das Hundi, will er haben. Er will Hundi haben. Okay. Killer 2.0. Kriegt Hundi. Bin schön. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal abgegeben. Und somit können wir uns der Vault widmen, wie sie langsam zusammenbricht, Alter. Aber unser Strom steigt wieder. Das ist echt wichtig. Und hier muss mir noch was einfallen. Seid ihr alle noch übelst am Trainieren oder ist einer von euch maximiert? Da, du bist maximiert, du gehst mal einen runter. Ihr braucht noch ein paar Stunden. Euch geht's auch soweit gut. Auch alles in Ordnung. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Ich habe so einen verdammt geilen Plan. Wir schicken erstmal alle Leute hoch zur Stärke. Außer den einen, der maximiert ist, aber den schicken wir gleich einfach wieder zurück. Wir werden das hier unten jetzt sortieren. Dann werden wir die Leute aus der Nuka-Cola-Fabrik abziehen und mit denen eh trainieren. Das heißt, hier. Der Raum muss definitiv frei sein. Dann haben wir doch hier den maximierten Stärketypen. Wo haben wir den denn? Ach komm! Warum jetzt? Niklas, das ist die letzte Folge, die wir heute machen. Dann werde ich wieder ein bisschen chillen. Nein, ich muss aufnehmen. Ich muss Fallout 4 aufnehmen. Und ich habe schon lange kein Random... Random Zero Moments. Ich habe schon lange keine Random Zero Moments gemacht. Und die möchte ich gerne ab morgen wieder bringen. Und deswegen möchte ich gerne zeitlich heute abschließen, damit ich das Ganze zusammenschneiden kann. Ich mache morgen ein bisschen länger das Random Zero Moments, weil ich jetzt 3 Wochen lang nichts gemacht habe. Deswegen wird morgen höchstwahrscheinlich eine etwas längere Folge kommen dafür. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall vorbereiten. Speckles, das weiß ich noch nicht. Also du hast jetzt nichts Großartiges gebracht. Ich glaube, bist du noch gar nicht Level 50. Marlon, wir sind gleich zu Ende mit dem Stream. Erstmal ordnen wir hier den Kram. So, der Kram ist jetzt frei, ne? Da werden wir jetzt erstmal eine so eine Charge rausholen. Am besten die untere. Die wird jetzt ein bisschen trainieren. Und dann werden wir sie alle abwechseln. Das muss hier jetzt langsam mal ein bisschen Ordnung geben. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich sie alle darunter gebracht habe. Und dann müssen sie auf jeden Fall noch ordentliche Klamotten bekommen, ne? Am besten wir so ein Ödlands-Outfit, die ich alle ja bereits verkauft habe, weil ich sehr, sehr schlau bin. Ihr müsst mich beim nächsten Mal daran erinnern, die Ödland-Outfits und so weiter und so fort nicht zu verkaufen, weil unsere Leute brauchen alle Klamotten. Ich vergesse es einfach jedes Mal. Das ist einfach so Instinkt geworden, dass ich die schlechten Items schon verkaufe, obwohl wir sie derzeit brauchen. So, hier fahren ja nur 5 Stück drin, ne? Das heißt, einen schicke ich noch mit runter. Tobi, was? Halt, stopp. Wieso halt, stopp? Ja, Tobi, wir sind ja mit der Folge noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch glatt... 10 Minuten haben wir noch locker drauf. Da können wir noch ein paar Leute rausschicken. Aber erstmal möchte ich das hier klären. Damit wir wirklich in den nächsten Tagen langsam... Hey, du hast schon 10. Wieso hast du schon 10? Du hast auch schon 10. Du hast auch schon 10. Oh oh. Oh oh.
Okay, du kannst da bleiben. Aber du bitte nicht. Shit, das habe ich gar nicht gemerkt. Die sind ja alle schon voll. Ach du Scheiße. Oha, oha. Piper kann noch. Die sind ja alle eh voll. Ich habe doch alle vollen Ela da reingesteckt, ne? Oh Mann. Oh Mann. Hier, da ist noch ein frei. Zwei frei, drei frei. Gut, dann schicken wir mal die frei runter. Ah, Leute. Die Schrotflinte müssen wir auch noch machen, ne? Ah. So viel zu tun, so wenig Zeit. So, du kommst wieder hoch. Ich hab's verkackt. Ich hab's einfach verkackt. Mist. Hatte ich einmal so eine gute Idee und dann war das schon so eine scheiß Idee. So schnell kann's kommen. So schnell können gute Ideen umgewandelt werden in scheiß Ideen. Übrigens haben wir 65% Glücklichkeit. Wir sind wieder um 1% gestiegen. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Du bist auch voll. Du nicht, okay. Gut, dann lassen wir sie erstmal runterlaufen. Mann! Jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet für nix. Da waren noch zwei drin, da. Du. Du, der Typ so aussieht wie Gronkh, du gehst da runter. So. Ich würde gerne tatsächlich hier noch ein paar Leute abziehen und mit denen ein bisschen Stärke trainieren. Aber ich denke mal, viele von denen sind nicht auf Stärke hoch, ne? Ja, da. Da muss mir noch was einfallen, da muss mir noch was einfallen. Mal gucken. Mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht schicken wir einen Einzelnen mal los. Meine Kleidung hat er schon mal an. Gut, wir schicken erstmal einen los. Einfach nur, damit er ein bisschen stärker trainiert. Kleidung hat er ja schon an, deswegen nehmen wir ihm die Kleidung ab. Damit es nicht zu Verwirrungen führt. Gut. Versuchen wir jetzt mal den Bug mit der Shotgun. So. Kann das funktionieren? Hä? Es hat nicht mehr ganz normal funktioniert. Abgesägte Es ist eine verdammte Schrotflinte. Willst du mich verarschen? Warum? Müssen das jetzt Leute sein, die einfach... Wir haben die abgesägte Schrotflinte ganz neu bekommen. Ist vielleicht hier irgendjemand, der keine Waffe in der Hand hat? Kann man das irgendwie erkennen? Kann das... Wieso kann man nicht erkennen, dass hier keiner eine Waffe in der Hand hat? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Das ist doch eine Schrotflinte, oder gibt es noch bessere Schrotflinten? Gibt es noch andere Schrotflinten? Es ist zumindest schon mal ein Feuer. Lauf mal runter. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. So, jetzt haben wir 5 unten, ne? Oh, da läuft eine Katze mit. Wer hat da eine Katze dabei? Ach so, Achim. Was macht denn Achim da? Keine Sorge, Jungs. Ich schicke gleich die Leute raus. Guckt mal an. Die verrecken alle. Guckt euch an. Nichts haben sie drauf. Komm, ich heile euch. So ist der Achim. Du bekommst auf jeden Fall noch einen anderen Namen. Tierbataillon lösen wir jetzt auf. Könnt ihr mal das Feuer löschen? Unfähigkeit. Jahre später. Alter, geht doch. Ein Feuer mehr. Ein Feuer mehr.
Nur noch drei Feuer, dann haben wir es geschafft. Gut. Schauen wir mal, wer ist denn dazu bereit, rauszugehen? Gorbinator, melde dich auch extra. Bin so nett. Schicken einfach jetzt mal alle raus. Wir brauchen das Geld ganz dringend, deswegen müssen alle raus. Ganz, ganz wichtig. Hier gebe ich mal 4 Stück mit. Dann haben wir hier den Tobild. Der kann einfach so rausgehen. Ich glaube, das mit dem Strom wird nicht reichen. Wir müssen sie echt auf jeden Fall verbessern. Wir müssen sie so weit verbessern, dass sie maximiert sind, bevor wir alle Gebäude aufstocken. Ich glaube, das ist wichtig. So, dann geh du auch mal los. Ein paar E's gebe ich auch mit dazu hier. Wer war das? Go-Pipe! Go-Pipe ist unterwegs. So, Kabuki-Mann. Zieh los, mein Freund. Bring mir Sachen. Bring mir Geld. Geld ist das Wichtigste, was ich brauche. Deswegen nehme ich in den Lunchboxen derzeit auch die 500 Kronkorken gerne an. Kann man ja mal machen. So, Luca. Du darfst auch rausgehen, kriegst 5 davon mit. Dürfte dir erreichen, du hast einen guten Anzug an. So, dann haben wir hier Mary Joanna. Die behalten wir mal kurz hier. Und ändern ihren Namen in 1 Carina. So, Carina. Heute bist du solo unterwegs, ohne deinen Vater. Momentan noch. So, Stärke voll hatte sie gehabt. Hm. Gut, mir geht langsam das Zeug aus. Dann nehmen wir doch mit den Tobi. Du musst mir auch noch ein bisschen was organisieren. Hab aber jetzt leider kein Redaway mehr. Deswegen müssen eigentlich auch alle Ödländer ziemlich viel trainieren. Da muss ich echt drauf behagen, wenn wir genug haben, dass immer Leute trainieren. Ganz wichtig. Louvre, der Louvre. Oder der Jouvel. Jouvre. Der Jouvre. Zieh mal los. Du brauchst nicht mal Right Away, das ist doch gut. Dann haben wir hier der Killer 2.0 mit meinem alten Hundi. 67% Glücklichkeit. Wir kommen immer weiter voran. So, ich kann dir leider nur ein Right Away mitgeben. Deswegen wirst du wahrscheinlich frühzeitig sterben. Baby. Aber wir müssten jetzt, glaube ich, annähernd genug Leute haben, damit wir 20 Leute gleichzeitig draußen haben, oder? Weil ich meine, mir gehen die Stimpacks aus. Ist schon irgendwo ein Grund. Ja, maximal erreicht. Sehr schön, 20 Leute, 25 Leute laufen draußen rum. Einige laufen natürlich zurück, aber das haben wir auf jeden Fall voll. So, leider ist Bibi schon mit E voll. Was trainierst du gerade? 23 Minuten nur noch für P, cool. Dann haben wir hier nämlich noch den Frei, der kriegt jetzt einen anderen Namen. Und zwar kriegt er Fallout Boy. So. Und du, mein Freund, du musst trainieren. Der E-Raum, der Fitnessraum muss immer besetzt sein, weil wir jetzt langsam genug Leute haben. So, perfekt, passt doch. Was los? Legt ihr euch alle auf wegen Fußball? Guckt ihr wieder Fußball? Leute, Fußball gucken ist gefährlich. Man regt sich da nur auf. Es ist genauso wie League of Legends spielen. League of Legends spielen ist auch gefährlich. Nicht für dich, aber für deine Gegenstände, deine Umgebung. Wenn ich League of Legends spiele, ist mein Handy immer ganz weit weg. Ist mein Controller immer ganz weit weg. Das Einzige, was ich neben mir habe, ist irgendwas Unzerbrechliches. Das müsst ihr beim Fußball genauso einhalten. Sonst kriegt ihr Probleme. Wie sieht es mit eurer Glücklichkeit aus? Habe ich mir fast gedacht. Wir müssen hier ein bisschen Tempomodus machen, damit die ein bisschen glücklicher werden, glaube ich. Ansonsten kriegen wir hier noch Probleme. 26? Ach du Scheiße. Wir zwingen sie zur Glücklichkeit. Das passt schon. Die werden so allmählich wieder glücklich. Das ist ja unsere Problemzone. Die untere Zone ist unsere Problemzone. Weil ich meine, das sind Pela. Pela sind keine Intelligenzbestien. Das heißt,
theoretisch müssen wir eigentlich den Forschungs... Nee, Forschungslabor nicht. Wir brauchen noch den Schulraum. Der Schulraum ist auch noch ganz wichtig für uns. Der hier. Wir schicken euch mal darunter zu trainieren. Und dann schicken wir da oben nämlich die ganzen Intelligenzbestien hin, nach und nach, damit sie Intelligenz trainieren. So, wir fangen am besten mit denen an. Wie viel Intelligenz hast du? Voll. Sehr schön. Nicht voll. So, der nächste bitte. Du hast Intelligenz auch nicht voll, deswegen gehst du runter. So, runter. Und runter. So. War richtig, ne? Genau. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall jetzt noch einen Platz frei, soweit ich gezielt habe. Und dafür nehmen wir mal den hier. So. Die werden jetzt nach und nach ausgetauscht. Ich muss nur daran denken, den Leuten noch die Rüstung zu geben, die sie brauchen. Das ist noch ganz wichtig. So, strommäßig muss ich... Minus 4, minus 3, minus 3... Okay, da ist alles voll. Gut. Brauche ich doch für unten noch ein paar Stärkeeinheiten, ne? Oh Gott, Leute. Oh Gott. Uns fehlt noch sehr viel Vorbereitungszeit, bis das Ganze funktioniert. Aber gut, es läuft alles an und ich habe heute vergessen, dass ich ja noch eigentlich ein paar Namen aus den Kommentaren einfügen wollte. Und zwar nehmen wir heute einfach mal den... Hat dich Johnny GG schon reingemacht? Oder Johnny GG? Ich glaube nicht. Johnny GG, du scheinst mir sehr intelligent zu sein. Du willst bestimmt eine Intelligenzbestie sein, der nicht wirklich happy ist. Wir nehmen dich mal. Wegen dem coolen Schnäuzer, verstehst du? Charisma, alter Schwede. Ja. Ganz genau so wollte ich das schreiben. Johnny GG. Nee, dich habe ich reingemacht. Dich habe ich reingemacht. Ich erinnere mich. Dich habe ich reingemacht. Ich mach mal alle rein, komm. Alle. Das passt schon. Dann ziehen wir eine Intelligenzbestie ab. Ja, ja. Freu dich ein Keks, unsichtbarer. Hast du nicht gesehen. Super! Klasse! Ist ja nicht so, als würde ich gerade jemanden irgendwie transportieren wollen. Nein! Super. Jetzt kann der eine gegen die... Lauf nach oben. Sollen die Kakerlaken hier sein? Komm, abgesägte Schrotflinte. Tu es! Diese Quest ist ein Scheiß. Die Quest funktioniert nicht. Leute, die Quest funktioniert nicht. Unglaublich. So, mach die Kakerlaken platt. Will hier jetzt irgendwo vorankommen. So. Läuft doch. So, Mr. Schnurrbart, alias Male, dann komm mal hier hoch, da, E-trainieren, ganz wichtig, E-trainieren. Dann gucken wir mal weiter. André F. ist heute dran, André F. Sollen wir hier einklauen? Hey! Was soll das? Wieso bist du gut in Stärke? Was haben wir denn hier noch? Da, perfekt. André F. Punkt. So. Du bist bei E schon ganz gut dabei. Aber du musst natürlich noch weiter trainieren. So, einen nehme ich heute noch. Und das ist der Philipp R. Der Rrrr-Philipp. Dann nehmen wir einfach mal den Typen hier. Oh, der sieht doch gut aus, ne, Philipp?
Der sieht doch gut aus. Philipp. R. Punkt. R. Ist das ein Smiley? Das ist ein Smiley, ne? Ist mir so vorher nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre dein Nachname oder dein was, wie sagt man dazu nochmal? Zwischenname? Beiname, ne? Dein Beiname. Aber das ist, glaube ich, ein Smiley. Ich glaube, das ist ein Smiley. Naja, ich habe es gerade so mal so erkannt. Leute, beruhigt euch mal im Chat, sonst mache ich das hier offline weiter. Ja? Also bleibt Juche. Immer freundlich. Ach. Oh, Leute, Leute, Leute. Manchmal glaube ich echt, ich bin hier im falschen Business. So. Sehr schön. Da haben wir, glaube ich, alles geschafft. Außer rüste 10 Bewohner mit Schrotflinte aus. Das ist ja nicht mal richtig deutsch. Du musst doch eine Schrotflinte stehlen. Sagte der Typ, der nicht 6x8 rechnen konnte. So. Johnny GG. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Ja. Die Quest will den. Ist das die falsche Schrotflinte? Ist das vielleicht die falsche Schrotflinte? Wie teuer ist das Ding? ...1400 können wir kurz ausgeben, ne? Lauf mal kurz da hoch. Abgesickte Schrotflinte. Jagdflinte. Ist vielleicht eine Jagdflinte? Es gibt keinen mit Schrotflinte. Rostige, abgesägte Schrotflinte. Muss doch irgendwie so eine Schrotflinte oder so geben. Verbesserte, abgesägte. Ich meine, das sind abgesägte Schrotflinten. Das ist ja keine Schrotflinte an sich. Nö. Nichts. Nada. Niente. Ich würde sagen, ich habe gerade knapp 6000 verschwendet. Schrotflinte. Schrotflinte. Repetiergewehr ist aber keine Schrotflinte, ne? Jagdflinte auch nicht. Es gibt nur hier abgesägte Schrotflinten. Nichts anderes. Oder? Oder irre ich mich da? Gehärtete, abgesägte Schrotflinte. Doppelläufige Das Ding suchen wir, Leute. Keine abgesägte Schrotflinte, eine Schrotflinte suchen wir. Seit wann gibt's die denn? Scheiße. Rechts oben in der Klinik hat einer eine. Das ist Farmers Tochter. Zählt das vielleicht dazu? Ja! Farmers Tochter ist eine Schrotflinte, Leute. Farmers Tochter ist eine Schrotflinte. Gut, bei dir reicht das natürlich nicht. Aber, wie ihr seht, der Sheet funktioniert einfach nicht mehr. Wir können die Dinger nicht... Lass mich doch... Wieso du schon wieder? Johnny, du ziehst Ärger magisch an. Ganz ehrlich, du ziehst Ärger an. Das ist nicht normal. Gut, geh da rein. Hier wird jetzt Hilfe geboten. Oh, beim Friseur passt nur einer rein. Der Friseur... Oh, ist eine einzige Todesfalle, Leute. Beim Friseur passt nur ein einziger Typ rein. Und der soll jetzt einen Doppelraum löschen. Der soll jetzt einen Doppelraum löschen. Wie soll er das alleine hinkriegen? Ach du
Scheiße. Er schafft's aber, er schafft's. Ah. Oh je, oh je, oh je. Könnt ihr jetzt wieder die Plätze tauschen? Dankeschön. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten das mit Farmers Tochter testen, ne? Geht einfach nicht. Auch jeweils eine Schrotflinte. Mann. Naja. Gut. Ich wette, irgendwer hier in der Vault hat noch eine normale Schrotflinte. Irgendwer wird doch hier noch eine normale Schrotflinte haben. Ganz ehrlich, bis ich hier durch bin und jemanden gefunden habe, der eine Schrotflinte hat, da finde ich doch lieber eine, oder? Leute, die Folge ist sowieso vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt am Montag, und da möchte ich gerne, dass der Chat sich beruhigt. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß haben. Haut rein! Euer Zero. Tschüss.